Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu meinem First Look von Deathbound. Wenn euch dieses Spiel nicht sagt, dann geht es euch genau wie mir. Ich habe von diesem Spiel noch nie was gehört, bis zu dem Zeitpunkt, wo mich der polnische Publisher angeschrieben hat und gesagt hat, hey, das wäre doch was für dich und deine Community, denn Deathbound ist ein Souls-like. Das kommt aus Rio de Janeiro, der Entwickler sitzt in Brasilien, was hingegen schon deswegen spannend ist, weil Brasilien ja nicht wirklich bekannt ist für eine Spieleschmiede-Nation. Das Spiel ist hier in einer Preview-Version. Ich habe bei den Entwicklern nachgefragt, wann es denn rauskommt, denn man kann es auf Steam zwar schon wishlisten, aber ein Release-Termin steht noch nicht fest und das konnten mir auch die Entwickler noch nicht sagen. Mal sehen, ob das 2024 schon soweit ist. Aber mit euch möchte ich jetzt einfach mal in die Preview-Version von Deathbound reinschauen und gucken, ob auch aus Brasilien geile Souls-Likes kommen können. Legen wir einen neuen Spielstand an und schauen uns das Intro an. Death, Lady of Men, Lady of the true faith and of the true path of those who breathe, hear my clamor. Give us thine blessing, give us thine righteousness, give us thine peace at the end of our journey. Only thine word is true. Only thine church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, give us thine protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postpone today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Mag ja dieses mittelalterliche Englisch. Thou deist. Das sind also schöne Formulierungen. Bis jetzt ist ja noch nicht so wirklich greifbar, was für ein Szenario das ist. Hier wird mittelalterlich gekämpft mit Schild, Schwert und Rüstung. Aber die Gebäude, die sahen jetzt doch eher ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus. Wer ist das? Der ominöse Böse im Schatten. Okay, mysteriös, rätselhaft. Thank you for playing Deathbound Demo. Also das wird wahrscheinlich dann das sein, was dann früher oder später auf Steam freigeschalten wird für alle. Ich darf mit euch schon vorher ein kleines bisschen reingucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe schon in die Steuerungslayouts geguckt und die ist quasi, das ganze Gamepad ist genau so, wie man es in einem Souls-like erwartet. Leichter Angriff, schwerer Angriff, blocken. Oh nee, das ist Fernkampf. Aha, okay. Dann habe ich, und das ist das Einzige, was ich über dieses Spiel weiß, links seht ihr diese drei Gesichter. Und das sind drei Charakterklassen, die ich instant wechseln kann. Also hier habe ich mit schöner Afro-Frisur Olivia Heinz, an Elementalist, Spellcaster, also die Zauberin. Produces heat that decays over time. Casting spells at full heat will trigger a overheat explosion. Also die Frau, die ist hitzköpfig. Bam! Sieht alles ganz schick aus, ne? Oh, sie guckt aber grimmig. Dann haben wir Agaros of Meriva. Agaros ist a heavy henchman with high poise. Also das ist so der Tank der Truppe mit hoher Belastung oder Balance, der richtig fett zuschlagen kann. Oh, er hat noch das Feuer von der Kollegin übernommen, ne? Das ist ja interessant. Okay, und dann eben, last but not least, hier Anna Lepus is a versatile fighter, also sehr vielseitig unterwegs als Assassine und kann backstabben. Alles klar, dann fangen wir mal mit ihr an. Ich hoffe, ich kann morphing. In Deathbound you will find new characters along the way. Absorb them as essences. Also man kann im Grunde, das erinnert ein bisschen an Mortal Shell scheinbar, dass man weitere Charakterklassen finden freischalten und morphen kann und sich in die verwandeln kann. Morph to the essence with most stamina available.
Oh, also ich muss wahrscheinlich relativ schnell immer zwischen den Charakterklassen wechseln, weil mir die Ausdauer ausgeht. Das sieht man im Gelben, was gerade bei ihr, bei der Zauberin weggeht. Interessant. Ich dachte, man läuft jetzt einfach rum und... Oder doch nicht. Oh, jetzt habe ich aber... Oh, jetzt hat meine Assassinen aber ordentlich eine mitbekommen. Das sieht man im Roten. Das ist... Jeder hat seinen eigenen Lebensbalken. Alles klar. Juhu. Rechts oben haben wir unsere XP. Muss man es kaputt machen? Nein. Vielleicht. Oh, Item. Pickup. Consumable. Anna's Bolts. Ah, dann kann ich einen Fernkampf. Apropos. So sieht mein Inventar aus. Essence Enhancer. Heals Active Essence for 80. Also das ist quasi die Estus. Dann haben wir hier Used to Increase Mystic Bonus. Ein Katalyst. Used to Increase Ancient Bonus. Also sind quasi so Amulette. Dann habe ich eine. Oder halt Ringe, also je nachdem. Und die scheint man noch irgendwie noch buffen zu können. Key Items, Artefakte, weitere Quickslots für Consumables. Rechts haben wir die übliche Auflistung. Max Health, Health, Max Stamina, Current, Max Stamina. Aber keine Attribute. Also natürlich unterscheiden sich die drei Figuren so ein kleines bisschen untereinander, aber es gibt jetzt keine Attribute wie Stärke, Vitalität, Intelligenz, was auch immer. Das sind meine Bounds, die ich aktuell habe. Dann gibt es das Tutorial. Und System. Okay. Ich hau jetzt mal immer noch so ein kleines bisschen die. Health and Stamina. In Deathbound, the Stamina Bar overlaps the current Health Bar. Man hat also nur so viel Ausdauer, wie man Leben hat. Ach du je! Ja, wenn man Leben verliert, reduziert sich damit auch die maximale Ausdauer. Oi! Das ist ein interessanter Ansatz tatsächlich. Umso mehr muss man dann tatsächlich so ein bisschen entweder mit seinen Lebensflaschen haushalten oder Lower Streets oder eben zwischen den Klassen wechseln. Oh, das scheint ein Checkpoint zu sein. Level up, level up. By acquiring new skills. Cost of skills is based on your current level. When you die, current unspec experience is dropped at the spot. Also ganz klassisch Souls-like, wenn man irgendwo stirbt, bleibt mein Fortschritt, sprich meine gesammelte XP, an der Todesstelle liegen. Level up, upgrade items, essence, talent, bind essences. Ah, ja, da kann man echt schon viel machen. Ui! Max Health. Das kostet 2158 und ich habe 5000 aktuell. Ich würde jetzt mal echt ein bisschen auf Max Health gehen. Oder Confirm Level Up. Add. Wie geht das? Ach so, das habe ich schon acquired. Aha, tatsächlich. Also die Grünen, die habe ich schon. Alles klar. Das hier ist mein Hau drauf. Ich glaube, mit dem werde ich jetzt gleich mal ein bisschen spielen. So. No. Confirm. Yes. Upgrade Items. Ich habe noch keine. Essence Talent. Oh. Guckt euch das mal an. Man kann jede Klasse nochmal spezialisieren. Holla, die Waldfee. Wow! Da steckt viel drin. Bind Essences. Achso, okay. Da, den will ich jetzt mal hier. Das ist so genau mein Typ Spieler. Backstep. Silently approach unaware enemies. Das kann aber nur sie. Das kann niemand sonst. Na denn? Dann müssen wir wohl ganz klug wechseln, ne?
Also es ist jetzt kein Mittelalter, das ist irgendwie so eine nicht greifbares Szenario. Wie irgendwie so ein kleines bisschen Sci-Fi. Consumable Items. Kommen in die Slots, das kennen wir. Pickup. Pain Crystallized Essence, das scheint mir ein Seelencontainer zu sein. Jawohl. Gibt sogar Leben, neben Erfahrungspunkten. Auch mal eine Neuigkeit. Das ist also tatsächlich dann nicht nur eine Bank für Erfahrung, sondern tatsächlich auch im Zweifel kann es einen heilen. Aber man konsumiert dann natürlich auch Lebens-XP und verliert die im Zweifel. Ancient Seeds. Increases Stamina-Regeneration. Also das ist das grüne Kraut aus Dark Souls. Die XP-Zahl ist echt gigantisch. Man bekommt echt schon sehr viel XP zu Beginn des Spiels. Wow. Iframes. Solange ich da in diesem Nebel... Yes. Du kannst blocken? Genau. Oh, yeah. Oh, der starke... Ey! Der starke Schlag ist cool. So ein Spin to Win. Ah, das ist schön, dass die Iframes visualisiert werden. Dass ich mich da kurzzeitig... Ach, meine Ausdauer. Dann wechseln wir mal. Sonst hätte ich jetzt ewig warten müssen, bis ich da wieder hätte zuschlagen können. Wie gesagt, ein total cooler Ansatz. So werden bestimmt auch Bosskämpfe richtig interessant. Consumable. Wieder Seelencontainer. Oder Essenz heißt es ja hier quasi, ne? Müssen wir schon so nennen, wie das Spiel das möchte. Weder Seelen noch Blutechos noch Runen. Das ist hier Essenz. Bleedstopper. Also, Statusanomalie, Blutung, kann ich damit verhindern. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wo geht's weiter? Kann ich eigentlich rennen? Nee, irgendwie nicht. Ich kann nur dieses Ausweichen, dieser Sidestep. Aber dieselbe Taste erlaubt mir nicht, dass ich rennen kann. Es muss doch hier unten... Könnt ihr mir nicht erzählen. Ich muss mal ganz kurz mal das Tastaturlayout nochmal angucken. Bei Interagieren ist Sprinten. Alles klar. Okay. Aber es gibt kein Springen oder so. Da, okay. Plunk, das ist das schnelle Morphen. Alles klar. Ja, nur... Wie, ist das eine Tür hier? Okay, Leiter. Oh je, ob das weiterführt. Equipments. Some items in Akratia still hold vertigal power from their previous owners and can be equipped to increase power of all bound essences. Ah, das sind quasi Ringe. Okay. Ring. Merchant Ring. 15% Morph Strike. Und Ancient Bonus. Consuming Items grants 5% of Sync. Mhm. Okay.
Ja, danke, Spiel. Ich habe mich schon gewundert, wie man sprintet. Fragrant Stone. Auch ein Consumable. Increases Sync Gain. Ah, das scheint wahrscheinlich dann so ein kurzzeitiger XP-Bonus zu sein. Ah. Inner Firewile. Die schmeißen wir jetzt mal raus. Kann man die irgendwie rauswerfen? Move. Nee, select. Genau, so. Das ist ein bisschen fummelig. Increased Freeze Tolerance. Okay, also gegen Frost habe ich jetzt auch was. Lifesteal. When you deal damage, all inactive bound essences are healed based on the damage dealt. Ich heile mich durch... Aha, also ausgeteilter Schaden heilt mich und auch meine nicht aktiven Bounds. Das heißt, ich kann, wenn jetzt zum Beispiel aktuell mein Hau drauf hier leicht verletzt ist, kann ich zu einem anderen wechseln und durch Treffer... Au, au! Was ich jetzt tun sollte... Jetzt versuchen wir mal den Fernkampf hier mit der... Ist dann doch ein bisschen sicherer, ne? Und er ist wieder geheilt. Ich muss sagen, das Tutorial ist ganz gut. Das bringt einem gut die Funktionen bei. Absorb. Die das Spiel hat. Da guck, das ist jetzt der Mortal Shell-Moment. Jetzt kriege ich eine vierte Charakterklasse. I am Theron of House Guillaumin, and I shall be known as Crusader of Death. Oh! Ui. Wahrscheinlich geht's da lang, aber ich guck erstmal. Eine schöne Aussicht hier. Ich mag so zerstörte Welten. Ich hatte ja bei Farum Azula in Elden Ring hatte ich ja so ein so ein Kinnladen-Drop-Moment. So, wow. Ist ein riesen Wirbelwind und allem drumherum. Have your head for this, insolent commoner. My apologies, young lord, but your father made it very clear. You are to finish your lesson. Now, continue. The four first earthly high priests, may our lady have them in her honor, were... Saint Samantha Hypocrite, Saint Mamin Ome, Saint... Go on. Saint Louis... Hey! Nicht nett. Touch. Ach so, okay. Dann wiederholt sich die Szene. Ah, das Interagieren und Rennen gleich auf derselben Taste liegen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es wird im Zweifel, wird mich das eventuell nochmal mein Leben kosten. Weil normalerweise, wir sind es ja alle gewöhnt, dass das Rennen in der Regel auf Ausweichen liegt. Es muss ich mich schon selber geißeln, also wenn ich das bin. Bin ich nackt? Meine Güte. Was sind denn das für Manieren oder halt Rituale hier? But Goddess Death had other plans for me. Theron Guillaumin, der Theron is an elite swordsman, also ein Schwertkampfprofi, sehr ausbalanciert zwischen Offensive und Defensive. Aha. Oh, der kann parieren. Sehr gut. Cool. Hat sogar instant geklappt. Ich bin begeistert. Who's next? Du. Oh. Yo, 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 Jungs.
Die Kämpfe fühlen sich noch dezent schwammig an. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Also es ist noch nicht so dieses knackige Trefferfeedback, egal ob ich jetzt, ob das das Trefferfeedback ist, das ich austeile oder das ich einstecke. Das ist noch nicht so ganz greifbar. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Our Holiness, the Deathly High Priestess, has summoned all the faithful. Stand aside, Father. These are my men, Thurum. I am the Lord. Our goddess Death is the true lady above all lords, sire. It is the duty of all believers. I gave you no leave to speak. Father and my liege, but to threaten a holy servant of the church is heresy and treason. Ei, ei, ei. Er begehrt auf. Ah. Our lives do not belong to us, nor to any worldly power. I made mine an instrument of death. Da vorne scheint Ende zu sein. Kein Boss vorher. And in the end, Goddess Death will call my essence back to her. Oh, war doch nicht Ende. Ah! Was jetzt? Ich mach mal einen Safety Heal, mal sehen, was passiert. Ja, dadurch, dass man links unten seine Bounds auswählt, muss man natürlich links oben durch die Quickslot-Leiste gehen, indem man X und LBRB drückt. Das ist natürlich... Ja? Irgendein Tod muss man sterben. So viele Tasten gibt's auf einem Gamepad nicht, ne? Talk. Do you accept death? Son? My son, please! Please! Oh. Bye, Dad. Do you accept death? With all my essence. Der Lehrer. Cool. Oh, der nimmt's gelassen. Do you accept death? You insolent brat. Oh, der Waffenmeister. Ja, that's me. I look forward to my death. Ja. Könnte vermutlich ähnlich grausam ablaufen wie jetzt hier deinen dreien engsten Vertrauten. Okay, den haben wir jetzt auch da. Sehr cool. New Essence acquired. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so der Einsteigerfreundlichste, weil er halt einfach so am vielseitigsten ist, ne? Weil die Jägerin-Assassinen hält nicht viel aus. Der Haut drauf ist langsam, was gewöhnungsbedürftig ist. Blade Sharpener. Ich komme hier aus diesem Bereich hier, komme ich nicht raus. Ich komme nicht nach unten zu den Consumables. Ich muss immer eins auswählen und dann komme ich hier runter. Das gehört noch verbessert, liebe Entwickler. Bleeding Power. Also, da kann ich meine Waffe kurzzeitig mit Blutungsschaden versehen. Oi, hi. Ich habe den auf der Treppe nicht getroffen. Ich habe ständig drüber geschlagen. Auch nett. Mal ein bisschen das Parieren ausprobieren und gucken, wie human das Zeitfenster ist. Bisher hat's ja bei 2 Versuchen gut geklappt. Activate. Ach, das ist ein Checkpoint! Oh Gott, ich muss mich nur dran gewöhnen, wie die aussehen. War ich hier drin? Oh. Du bewachst ja noch nicht mal irgendwas. Aber eine schöne Bude. Hm. 3000 XP, das könnte man, da könnte ich doch bestimmt leveln. Du bist hier unten. Nee, das ist Olivia. Wo ist denn? Da oben. Da muss ich aber erst hinarbeiten, oder? So, genau. Und was sind denn das hier für Dinger? Defender of Faith. Dann nimmt mein... Aha. Das ist quasi so ein Set an Attributsverbesserungen, statt nur einzelne. Kritischer Schaden. Ich liebe kritische Schaden.
In Rollenspielen immer auf Crit gehen. Habe ich früh gelernt. Ach, du bist auch wieder da. Wegfindung. Aber wie gesagt, es ist eine Preview-Version, Leute, ne? Also, und es gibt noch nicht mal einen Release-Termin. Also, wer weiß, wie weit das Spiel noch von der absoluten Finalisierung entfernt ist. Man darf sich bei Preview-Versionen nie derartige Urteile erlauben, dass die KI mal spinnt, dass es hier oder da Grafikfehler gibt oder dass das Spiel vielleicht auch mal abstürzt im schlimmsten Fall. Das schließt nicht auf das fertige Produkt. Es kann auf das fertige Produkt schließen. Wir wissen das, dass auch viele Spiele einfach unfertig und verbuggt auf den Markt kommen. Aber ich habe gelernt, vorurteilsfrei und verurteilsfrei an solche Spiele ranzugehen und einfach die Dinge ihren Lauf nehmen lassen und abwarten und mein finales Urteil erst mit dem finalen Spiel fällen. Das nächste Consumable, was haben wir denn hier? Increase Spell Power, das ist dann was von meiner Zauberin. Und wer seid ihr? Suzuki Yomin. We were told you had fallen in battle. I need to find the Essence Mancers. Yes, sire. That's all we've been doing since we arrived. Please forgive my brother-in-arms, Commander. We are weary from the battle. They have been spotted heading to an ancient fortress from the First Men. But those Essence Mancers heretics have sealed the path that leads to it. Lord Pöbel took almost every... Lord Pöbel! Den will ich kennenlernen. Wer Pöbel heißt und Lord ist. Meanwhile, we're left here to be slaughtered like lambs by these monsters. Brother, you'd do well to shut your bloody mouth. I apologize, Commander. Oh nö, ich könnte jetzt, ich bin nicht so gemein wie zu meinem Vater. Ich bin da ein bisschen netter jetzt. With all due respect, sire, if we stay here any longer, we're already dead. Lord Pavel went after the Essence Mancers. They are trying to get inside that ancient fortress. Gut, lasst uns Lord Pöbel finden. Der kriegt noch sein Fett weg. Wer auch so einen Namen hat. Weiter geht's. Bisher alles strengst linear, was auch vollkommen in Ordnung ist. Insbesondere für ein Tutorial-Gebiet. Oh, das ist doch jetzt die andere Seite von dem Baum, wo ich vorhin stand, oder? Wobei... Ich sag noch streng linear, jetzt geht's in drei Richtungen. Da, das ist die andere Seite des Baumes. Hier, da war ich vorhin. Okay, dann kriegen wir das jetzt auch zusammen. Morph Strikes. A powerful type of morphing done during attacks. Require sync. The blue bar in the bottom of the screen. You gain sync after... Okay. Ah, das ist... Aha. Das heißt... Wenn der Sync-Balken, oh Gott, Sync-Balken voll ist, kann ich durch Morphs einen besonders starken Move ausführen. Das ist so ein bisschen was, so Stance-Wechsel aus Nioh. Okay. Ja, es ist tatsächlich dann eine Gewöhnung, dass man im Grunde nicht viel Ausdauer hat. Man hat ähnlich viel Ausdauer wie zu Beginn eines jeden Souls-Likes, aber das Problem ist, dass die natürlich sehr langsam nur regeneriert, wodurch das Morphing spannend wird und man so sich flexibler aufstellen muss. Ah, der sieht mir jetzt ein bisschen heftiger aus, der Bursche. Oh je. Nehmen wir mal unseren Dicken. Da seht ihr, ich habe halt vor allem der Dicke, der kann halt echt nicht viel zuschlagen. Deswegen gleich. Ui! Da wollte er mich wegbashen mit einem Schildschlag. Okay, wenn einer meiner Typen tot ist, dann kann ich nicht mit einem anderen weiterspielen. Das heißt, das Morphing wird noch wichtiger als ohnehin schon im Kampf. Alles klar. Das haben wir jetzt schmerzhaft lernen dürfen.
Es liegt meine Leiche natürlich an einem ganz, ganz tollen Ort dafür. Aber der Weg dahin war jetzt nicht so gefährlich. Das war echt nicht weit. Und wobei, das war hier. Wie wird meine Leiche visualisiert? Wo ist sie nochmal hin? Wo war ich? Wo war das? Das war die falsche Richtung, glaube ich. Aber hier ist auf jeden Fall ein Item. Hehehe. Oh, neuer Ring. Every 1% of health lost from attacks grants 2% of sync. Unbedingt. Du kommst nicht durch, hoffe ich. Wir laufen mal in die andere Richtung. Und dann probieren wir jetzt mal eins von den Consumables. Und zwar das hier. Dazu, da muss man immer kurz überlegen. Aus Versehen einen zu viel genommen, aber das macht nichts. Wo liegt meine Leiche? Da hinten. Hui. Es dauert alles ein bisschen, vor allem beim Casten. Eventuell scheint der Kreis, der Markierungskreis, irgend so eine Art Haltung zu sein, die ich ihm runterschlagen kann. Oho! Das war knapp. Der hat ordentliche Essenz gegeben. Das war nicht schlecht. Aber Gott sei Dank, typisch für ein Tutorial, relativ langsam und genügsam und hat mich machen lassen. Doch, das ist die andere Seite der Barrikade. Sea Lord's Ring. Okay, schon wieder ein Ring. Das ist schon der dritte, den ich finde im Tutorialgebiet. Das ist super. Ja, drei Schläge und dann geht dem Dicken hier schon die Puste aus. Vorsicht, Vorsicht. Natürlich hat er viel Poise und viel Schadensoutput, aber das ist halt dann natürlich seine große Schwäche. Man kann ja nicht L1 spammen. Finde ich gut. Also, den nächsten Ring. Causing physical damage reduces 2% of essence heat. Ja, jetzt wird es ein bisschen verschachtelter. Finde ich auch nicht schlecht. Essences with opposing ideals in adjacent slots in the party can create conflicts. Ach du je. Indicate by an orange line connecting them. Or a synergy if they share common ideals. Indicated by a blue line. Es gibt also die Klassen, die sind sich gegenseitig oftmals nicht ganz grün. Indiziert jetzt hier durch die orange Leiste, was zu Debuffs führt. Oder aber blau, was zu Buffs führt, wie rechts oben. Okay, der nächste Checkpoint. Die sind ja bisher relativ genügsam verteilt. Also alle 20 Meter gibt es so ein Ding gefühlt. Ich gehe auf den Crit. Ich brauche den Crit-Schaden. Ich liebe Crit-Schaden. Voila. Was ist das? Schalter? Hat jetzt nicht irgendwie angezeigt, was passiert ist. Mal sehen. Noch mehr Consumables. Essence Container meine ich. So. Thank you.
Also natürlich dadurch, dass man 4 Lebensbalken hat, gleicht das Spiel das dadurch aus, dass im Grunde alles, was hier austeilt, richtig böse Schaden verursacht. Du bist auch wieder da. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich habe den Schalter gedrückt und weiß jetzt nicht, wo was passiert ist. Das ist cool. Ah, vielleicht da hinten. So. Wunderbar. KI könnte noch ein bisschen variantenreicher sein. Hier war ich schon. Hier bin ich hergekommen. Dann war doch dieses Treppenhaus, das ich da gerade gesehen habe, der richtige Weg. Das sah so gleich aus. Das ist so vielleicht ein kleines bisschen ein Kritikpunkt, dass hier das Leveldesign so ein bisschen gleichförmig aussieht. Oh. Zauberin scheint mir von den Vieren bislang noch am mächtigsten zu sein. Zumal ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass ich muss ja hier quasi, muss jetzt nicht auf Mana oder so achten, sondern das, was sie an Magie austeilt, wird quasi auf die Ausdauer runtergerechnet. Und hier war das. Und deswegen, also das, was sie da an Schaden verursacht, ist ja echt nicht von schlechten Eltern. Da haben wir jetzt einen Schalter. Die Tür geht jetzt plötzlich auf. Das ist die. Ist das eine Abkürzung? Nö, die hätte ich vorhin auch nehmen können. Das ist schon die zweite Leiter, die ich übersehe. My bad. Wir laufen mal hier durch alle Buden durch. Hui! Wow. Du bist schnell, dann brauche ich jemand Schnelles. Gut. Interessanter Weg. Ah, das ist eine Abkürzungsleiter. Schaut mal. Cool. Ja. Die Tür ist jetzt zu, obwohl ein grünes Licht dran. Morph Dodge. Morphing done during Dodges. Das gibt's auch. Okay. Langsam wird das Kampfsystem kompliziert. Ui. Ui. Der hat denselben Trick auf Lager.
Wir machen mal ein Safety Heal, das ist mir gerade zu riskant. Das heilt leider nur meinen aktuellen. Puh. Ja, hier ist jede Konfrontation ist knifflig. Also so durchrennen, Hack and Slay mäßig, ist hier nicht. Insbesondere wegen des knappen Ausdauermanagements. Nur warum bin ich jetzt hier oben? Hier gibt's, geht's. Oh doch, da ist eine Tür. Ich hoffe, sie geht auf. It's locked. Toll. Hm. Habe ich wieder irgendwo eine Leiter übersehen? Zweifel ja. Wozu dieser ganze Umweg? Wenn es hier nicht weitergeht. Moment. Wir gehen mal hier runter. Da ist noch ein Item, das ich nicht eingesammelt habe. Das heißt, ich war hier noch nicht. Oh, ein Key-Item. A set of digital keycards stuck together like a keychain. Aha! Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich Türen öffnen können. Oh, ach so. Das ist eine neue Charakterklasse. Fast übersehen. So, Julia Czeslaskia. A spear woman with good speed, great reach. Aha, sehr schön. Okay, probieren wir aus. So, jetzt gibt es hier wahrscheinlich, dann werde ich wahrscheinlich jede Menge Türen öffnen dürfen. Das sind Dekorationstüren, wie mir scheint, jawohl. Nur die mit den Emblemen drauf. Nicht hoch. Hier ist auch Ende. Ja, dann werden wir wohl die Leiter wieder zu... Oh, halt. Beim nächsten Checkpoint, die ja sehr leicht zu übersehen sind, werde ich, glaube ich, mal ein paar von den Essence-Containern wegschnabulieren. Okay, jetzt werden wir das doch öffnen dürfen, oder? Ja. Sehr gut. War da oben nicht auch noch eine? Jetzt ist die Frage, bei welcher der beiden Türen geht's weiter? Hm. 50-50. Lasst Murphy's Law entscheiden, ob ich richtig liege oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Ja, ich wollte gerade nach Hinterhalten fragen. Also... Ich mag sie. Ein cooles Moveset, auch wenn man jetzt bisher noch nicht so wirklich was davon gesehen hat, durch die Kamera. In engen Räumen hier ist sie noch ein bisschen problematisch, was dann noch dazu kommt, dass ja die Wegfindung der Gegner noch ein bisschen ausbaufähig ist. Und gerade wenn dann die Höhenunterschiede zu stark sind, ich bin zu hoch oder der Gegner ist zu hoch, dass man dann ins Leere schlägt, obwohl der Gegner markiert ist. Das sind nur noch so Sachen, wo die Entwickler noch ein bisschen Feinschliff zusammen mit dem noch etwas mäßigen Trefferfeedback, das ich ja vorhin angesprochen habe, damit ich einfach merke, oh ja, ich habe gerade getroffen. Es fühlt sich gerade noch so ein bisschen an, als ob ich durch Luft schlage. Jetzt wird's knackig. Hm.
Okay. Mit Double Hits. Ah, es ist immer noch kein Checkpoint. Jetzt, vorhin habe ich mich noch gefreut darüber, dass gefühlt alle 20 Meter ein Checkpoint kommt. Und ganz plötzlich sagt das Spiel, nein. Mehr Pfeile. Finde ich auch gut, dass diese sehr mächtigen Armbrustbolzen von ihr, der Jägerin, Assassinen, quasi echt sehr begrenzt ist. Oh. Aufzug. Ist das ein Abkürzungsaufzug? Jawohl. Oh, großartig. Sowas mag ich ja an solchen Souls-like-Levels. Ne? So konstruiert, dass Abkürzungen clever positioniert sind und man echt schöne Aha-Momente hat, wenn man mal eine entdeckt. So. Mehr Critical Bonus. Mehr auf Melee. Achso, warte mal. Wo ist denn sie? Wie viel gibt's denn? Also es gibt da noch unten rechts und rechts gibt's noch. Das heißt, wir haben 6, 7, 8, 9. Nein, 7? 7 Charakterklassen, ja. Okay. Du bekommst mehr Ausdauer. Das kannst du gut brauchen. Mehr Crit-Bonus. Okay, dann gucken wir mal, wie viel diese Essenz-Container bringen, damit ich mir den Level noch gönnen kann. Wieder. 300. 300 mal 6 macht 1800. Das reicht, glaube ich, für meinen Wunsch eines Level-Ups. Ups. Es wäre schön, wenn man solche Gegenstände aus dem Inventar heraus benutzen könnte, statt sie erst auf die Quickslot-Leiste legen zu müssen, um sie dann zu benutzen. Das Problem gibt es auch schon in Grime, was mich wirklich tierisch nervt. Das ist total sinnlos und unkomfortabel. Okay, dann gehen wir wieder zu ihr. Wo ist der Crit-Bonus hier? Zack. Perfekt. Jetzt sind gerade mal noch 51 Essenz übrig. Okay. Das war also wirklich auf den letzten Heller und Pfennig bezahlt. Jo. Agaros. These are my comrades you're talking about. It's only a jest. No need to get you. Do not call me dear. Better yet, don't refer to me at all. We must find the Essence Mancers before the Church of Death has its way with them. Indeed. They won't be much. Da schießt jemand von oben. Das ist gemein. Komm her. Zu dir komme ich gleich noch hoch. Die Tür ist ja, verriegelt. Oh, was ist da hinten los? Da mögen sich zwei nicht. Aber man bleibt auch noch echt sehr gerne an diesen Deko-Gegenständen hängen. Da oben. Aber durch die Balustrade werde ich ihn wahrscheinlich selber nicht treffen. Oh, was ist denn das da hinten? Oh. Hui.
Ja, eine Reichweite. Gut, dann muss ich wohl meinen Speer, meine Speerdame zur Hand nehmen. Und die Chance nutzen, dass ich jetzt gerade höher bin als er und er mich deswegen nicht trifft. Es geht auch in die andere Richtung, ne? Chains of Consequence. Ah. Attack Weight. Was hat jetzt hier gerade so komische Geräusche gemacht? Wie so ein Wind? War das, sollte mich das auf irgendwas hinweisen? Nein. Gehen wir nach oben. Reicht auch aus, der Bursche. Okay. Also tatsächlich ist dieser Instant-Charakterklassenwechsel die absolut spannendste Idee in dem Spiel. Weil das einfach eine Dynamik reinbringt und halt auch eine taktische Finesse. Gerade so aktuell, welche meiner Klasse hat wie viel Leben, wie sieht es mit dem Ausdauermanagement aus, welchen Gegner greife ich mit welchem Moveset am besten an. Eine sehr, sehr interessante Idee. Okay. Plumps, kein Hinterhalt. Oh doch. Ja, da war ich in dem Moment natürlich falsch bewaffnet. Ich habe es gerade besprochen. Es war mir so klar, dass da ein Hinterhalt ist. aber hatte die falsche Klasse, um darauf vernünftig reagieren zu können. So, jetzt muss ich kurz rekapitulieren. Der Aufzug, der war hier. War aber erst der zweite Tod. Da beklage ich mich nicht. Und jetzt gucken wir mal, wie es denn so ist mit generellem Durchrennen, wie gewissenhaft die Gegner sind im Verfolgen. Wir haben ja schon gesehen, die Wegfindung ist noch ein bisschen ausbaufähig. Das heißt, es kann uns hier ein kleines bisschen in die Karten spielen. Solange man weiß, wo man hinläuft. Ja, du bist der Einzige, der... Okay. Oh, der hat mich gar nicht kommen hören. Sehr gut. Das heißt, wir gehen zu unserer Assassinen. Und dann gibt es einen amtlichen Backstab als... Noch amtlichere Rache für gerade eben. Yes. War noch nicht mal ein One-Shot. Schade. Ja, zu dir komme ich als erstes. Mehr von den Spaßvögeln. Au, 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 au. Ich will nur kurz hier unten gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Jawohl. So, und jetzt kommen wir zu euch.
Ja, das haben wir schon gedacht. Das ist eine taktisch anspruchsvolle Stelle. Mit Fern- und Nahkämpfern im fließenden Wechsel. Also ich bin ja in Dark Souls bin ich jetzt nicht der erste größte Speerfan, aber hier entpuppt sich diese Dame als die bislang meine Favoritin. Das macht so einen Spaß mit dem Speer hier. Moment, jetzt holen wir uns erst den Burschen hier. Sehr nice. Vielleicht sollten die Entwickler auch noch so ein bisschen an der Inflation von der Währung arbeiten. Also dass man halt im Grunde, warum nicht einfach mal eine Stelle hinten wegnehmen, ne? Dass ich jetzt im Grunde 900 statt 9000 Erfahrungspunkte hätte. Weil das ist schon so früh im Spiel, mit solchen großen Zahlen zu hantieren. Ja. Aber das ist jetzt tatsächlich nur so eine persönliche Geschmackssache. Oh. Mein Generalschlüssel funktioniert auch hier, das finde ich toll. Diese Mehrfach-Hits, au. Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein. Dieser Aufzug, wie komme ich da hin? Wo? Da. Das habe ich mir gedacht. Der Winkel ist... Na, so geht's auch. Wie komme ich zu diesem Aufzug? Hier geht's... Ei. Gegner sind hier in diesem Raum gewesen. Okay, das war sehr gut, dass ich das jetzt hier noch gemacht habe, weil ich habe wieder zwei Wege gehabt und das war jetzt die intuitiv richtige Entscheidung, hier entlang zu gehen. Und der andere Weg war, glaube ich, dann hier lang. Oh. Ja, ich möchte reden, aber mit wem? Der Interaktionspunkt ist da, aber ich kann ihn nicht ausführen. Ah. Ärgerlich. Ich hätte ihn gern zur Oedon-Kapelle geschickt. Also man bleibt für meine Verhältnisse oder für mein Gefühl ein bisschen zu häufig an irgendwas hängen. Und dann, wie gesagt, die Kamera hier in engen Räumen ist echt problematisch noch. Deswegen habe ich jetzt auch mehrfach gegen die Wand geschlagen, obwohl ich es nicht wollte. Das, was die Assassinen offenkundig echt gerne macht. Also solche Probleme hatte ich jetzt mit den anderen. Mit den anderen Charakterklassen nicht. Okay, das ist jetzt ein Aufzug, der wohin führt? Oh, Item. Neues Terrain. Oh. Hier irgendwo ein Checkpoint, weil das da hinten sah nämlich echt aus wie so ein Boss-Raum.
Jungs, kommt mal einzeln hier um die Ecke. Keine gute Idee. Wir fahren mal nach oben nochmal. Na. Ah, das war der Klassenwechsel-Bonus, dass ich da in dem Wechsel einen richtig mächtigen Spruch raushauen kann. Das hat Spaß gemacht. Okay, lass uns mal in die Richtung laufen. Das sieht mir zu spannend aus, um es nicht auszuprobieren. Vielleicht gibt es ja einen Checkpoint davor. Oh, hi. Oh Gott. Ja, der hätte in die andere Richtung bestimmt irgendwo einen Checkpoint gegeben. Der Weg ist jetzt zu weit, als dass man mir jetzt hier einen Boss hinklatscht und zusammen mit diesem Aufzug, der eventuell als Abkürzung dient, da. Ui, hi. Impending Truth. Oh Gott. Ah, der kommt mir jetzt wie so ein klassischer Tutorial-Boss vor. Lässt einem Zeit, ihn zu beobachten. Ist relativ langsam. Er ist halt tanky AF, aber... Ja, nicht ungeduldig werden. Geduld spielen, ne? Es sei denn, er überrascht uns noch mit einer zweiten Phase. Aber an sich ist das ein sehr... Aua. Au. Ein sehr durchschaubarer Boss, der allerdings halt tanky ist, ohne Ende. Und jetzt sind mir die Heilflaschen ausgegangen. Sehr gut. Überrascht uns noch mit der zweiten Phase. Dass er da immer blind in irgendeine Richtung springt, statt in meine, ist überraschend. Das könnte man ja dann eigentlich echt immer so ein bisschen provozieren. Geduldig abwarten. Oh. Ja, ich nutze jetzt meine Assassinen noch ein bisschen, um die anderen Charakterklassen hochzubringen, was die Hitpoints angeht. Und das schnelle Moveset ist gerade auch recht hilfreich. Ich habe nur jetzt gerade immer ein bisschen wenig Ausdauer. Wow. Davon lässt man sich lieber nicht treffen, glaube ich. Man hat den Eindruck, er ist blind, weil er ja immer so in die falsche Richtung springt und auch in die falsche Richtung stößt. So wie der uralte Held in Demon's Souls. Au.
ist natürlich deswegen besonders knifflig, weil ich keine Heilung mehr habe. Und jetzt dann geschickt zwischen den Klassen hin und her wechseln muss, um die anderen wieder hochzutreiben. Immer ein bisschen Ausdauer übrig lassen, dass man im Zweifel ausweichen kann. Oh, dritte Phase. Jawohl. Tutorial-Boss mit noch... Wobei ich jetzt eigentlich nicht bemerkt habe, was sich geändert hat zwischen der ersten und der zweiten Phase. Also, der hat eigentlich im Grunde das Gleiche getan wie zuvor. Aber wer weiß, was er jetzt macht. Oh ja. Oh oh. Huh? Macht hier einen auf Lorian. Aber voll. Ah, der Schlag hinten dran noch. Das war vorhin schon fatal. Boah, dieser Rundumschwung, dieser Triple, der ist... Uiui. Wirklich gefährlich ist das ja nicht, was sie macht, ne? Die Zauber sind alle extrem langsam. Schön dranbleiben und kreisen. Oh, 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 jetzt müssen wir wechseln. Sie trifft nicht mal, wenn ich stehen bleibe. Doch, oder? Nein. Heran. Keine vierte Phase mehr. Und jede Menge Essenz. Fall um. Yes. Bam. Great Essence released. Ja, sehr guter Tutorial-Boss. Ein bisschen tanky für meinen Geschmack. Es dauert einfach zu lange, um ihn zu bekämpfen. Aber es ist ideal, um nochmal final zu lernen, was das Spiel von einem möchte. Und hier gibt es schon... Charakterklasse Nummer 6. Und ein kurzer Ausblick auf die Spielwelt. Thank you for playing. Das war also die Preview-Version von Deathbound. Interessantes Spiel. Was mir vor allen Dingen gefällt, ich habe es ja schon erwähnt, ist im Grunde, Dieses ständige Switchen zwischen den Charakterklassen, dass die sich gegenseitig auch buffen oder debuffen, dass man auf die Ausdauer achten muss, die gegenseitigen Leben sich zuschießt, das gefällt mir echt gut, weil die bisherigen Charakterklassen auch sich unfassbar unterschiedlich spielen und da findet jeder bestimmt auch so ein bisschen seinen Favoriten. Wo es noch Besserungspotenzial gibt, ist bei dem Trefferfeedback, bei der generellen Steuerung in den Kämpfen.
die KI ist noch hier und da in der Sachen Wegfindung noch nicht so ganz optimal. Aber davon abgesehen, ein spannender Titel, den man durchaus mal weiter beobachten kann. Ich hoffe, dass alsbald mal bekannt wird, wann das Spiel erscheint. Ob es dieses Jahr noch so ist, wissen wir nicht. Bleiben wir mal dabei. Wie gesagt, auf die Wishlist auf Steam kann man sich schon packen. Das war mein First Look von Deathbound. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr über den Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.